Ah, jetzt aber. Oh ja. Den nächsten Schnitt, den macht der Jürgen, das verspreche ich ihm. Der hat sich gedacht, oh, ich habe keinen Bock auf Man, ich verzieh mich mal. Mich letzte Folge einfach hier so stehen lassen. Und gemeint, oh, ich muss zum Einsatz. Da ist er ja. Jürgen? Oh, jö. Bist wieder da, alles gut? Jo. Was war passiert? Auto steht heile unten. Ah, Schwarzarbeit beim Hofer. Oh. Aha. Von wem? Einer aus Südtirol. Ist direkt mit dem Zug abgedüst, wo er mich kommen gesehen hat. Aha. Interessant, interessant. Hat der Hofer selber angezeigt, oder wie? Nee, der Neumann. Ah. Okay. Gut. Mähst du weiter, dann hole ich den Ladewagen. Ich hoffe, dass ich das fertig bekomme, weil der Neumann kommt mich jetzt gleich abholen. Müssen noch ein Polizeiauto. Ja, mach's halt mal, so weit wie geht. Jo, ich gebe aber Gas. Jo. Tschö. Jo. Der kommt schon. Ach, was? Jo, stell mal den Fan runter, weil ich hab dann auch keine Zeit. Stell den mal hier rüber. Wer schon da ist, ist der. Hat er jetzt auch? Nee, warte. Hallo. Hallo, Hans. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ey, so viel Trubel hier am Hof. Na, du bist verwirrt, weil ich hier gemeinschaftliche Kontrolle mache. Nee, weil der auch. Volker. Tschüss. Wie, du machst eine Kontrolle? Ja, ob hier alles richtig ist. Was soll denn hier nicht richtig laufen? Ja, weiß ich nicht. Außer aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sag ich immer. Außer, dass der Jürgen da oben seinen Trecker hat stehen lassen, der Hampelmann. Ey, gerade sag ich, der soll ihn runterstellen. Nö, nö, alles Paletti hier. Wir machen ein bisschen Gras. Brauchst auch welches? Wow. Ja, hast keine Tiere? Nee, hab ich nicht. Bisher noch nicht, nee. Okay. Nee, alles gut. Warum hast du denn deinen jetzt auch gelb gemacht? Jetzt weiß ich ja wieder nicht mehr, welcher meiner ist. Die Gemeinschaftsfahrzeuge sind alle gelb. Nicht Gemeinschaftsfahrzeuge, gell? Darf nicht jeder damit fahren. Ja. Zumindest nicht in der gelben Lackierung. Jo. Okay. Gut, ich muss weiterarbeiten, gell? Das ist krass. Jum. Muss mach runter vom Feld. Tschüss. Schau mir das eben nur an. Ja, ja, mach. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bin ich denn jetzt hier schon wieder? Na? So. Bin mal gespannt, wie viel Gras da jetzt runterkommt, wenn das so mickrig gewachsen ist. Hier die haben wir wieder so ein bisschen auf Radio, ne? Halt, warte, der steht da draußen.
Dann schaffe ich gerade wahrscheinlich ein, zwei Bahnen hier aufzusammeln. Und dann muss ich los. Okay, es ist auf jeden Fall Gras. Das ist schon mal gut. Nicht, dass wir dachten, doch irgendwie Heu oder so hätten. Wäre ungeschickt. Wenn wir mal gerade in die PDA reingucken hier. Was unser Feld sagt. Eines dreifachs, anderes zweifach gedüngt. Nicht. Kein Bock jetzt noch weiter zu mähen, ganz ehrlich. Eine Bahn 10.000 ist ganz okay. Kriegen wir 40.000 hier raus. 50, auf der anderen Seite liegt auch noch eine Bahn. Im Minimum. Angefangen aufzusammeln. Passiert immer wieder, dass der Knopf kaputt ist hier. Oh, was ist denn jetzt los? Oh oh. Okay, ein bisschen am Struggeln hier. Von der kleinen Steigung. Ja, okay, aber ein riesen Ladewagen hinten dran. Kann das mal passieren. Oh, halb zwölf gleich. Darf die Zeit nicht vergessen. Gemeinderat muss Vorbild sein. Und auf jeden Fall pünktlich erscheinen. Warum? Warum? Ich check's nicht. Warum macht man das? Leider nicht gesehen, wer es war. Ups. Da auf den falschen Knopf gekommen, ey.
Eine schöne Schieflage hier auch. Warum fährt er hier schon, wo er schon gemäht ist? So unnötig. Oh, das ist wirklich... Oh, das ist katastrophal hier, ey. Vor allem... Habe ich wieder den doofen Dinger da nicht unten gehabt. Gesehen. Jo. Ich hab ein kleines Problem. Welches? Ich komme nicht vom Fleck. Traktor zu schwach. Ja, hallo, ich habe 48.000 Liter Gras hinten drin. Das gibt's nicht. Süß. Ich gurke hier mit 1,5 km/h hoch. Schildkrötengang. Aber jetzt läuft er wieder. Geht weiter. Hey, hey, hey. Gut. Hey. Bleibst du im CB-Funk? Jo, können wir bleiben. Aber denk dran, wir müssen so in 5 Minuten müssen wir los. Jo. Ja, nicht vergessen. Also ich fahre die Bahn zu Ende, dann bin ich sowieso voll. Und dann, schmeiße ich das ganze Zeug hier in den Silo rein. Erstmal. Wie viel brauchst du vom Gras? Keine Ahnung, habe jetzt 56.000 Liter drin. Okay. Also 140, 150 kriegen wir wahrscheinlich runter. Ja, das Feld ist echt groß, ey. Wir ballern mal alles bei mir rein, dann sehen wir, wie viel es gibt. Wir können ja 50-50 oder so machen. Oh, so viel brauche ich eigentlich erstmal nicht. Ich verkaufe mein Zeug an LU für mein Mischfutter, weißt du? Ach so. Ja, aber lässt du umbauen, lässt du produzieren damit oder verkaufst du? Gib denen das, damit die für mich statt Mischfutter produzieren. Okay, aber du kriegst dafür kein Geld. Okay. Okay. So, wir müssen los. Jo. So, ich nehme mein. Ach so. So, ich fahr mit dem Audi, ja? Bin weg. Jo, ich fahr mit dem 1050. Tschö. Oder bis gleich. Jo, bis später. Ich fährt jetzt mit komplettem Mähwerk hier lang, ey. Was hat man denn so eine Karre? Du. Geht ordentlich weg. Oh.
Baller. Hatte ich doch leichte Schwierigkeiten hier.